Oh ja. Ach, der Baum hängt wieder hier drauf. Da hinten, das Ding spinnt ein bisschen rum. Das ist doch ein Bug hier, warum hängt das Ding zu schräge da rum? Warum? Doch ohne sein. Warum hängt das wackelt? Die wackeln wohl so hin und her, die Bäume. Hier ist jetzt das Spiel zum Abstürzen bringen, aber ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Der Schneerolldienst hier wieder nicht gemacht. Was ist denn das hier? Jetzt hänge ich hier noch fest hier. Na, jetzt bauen wir den Kran.
hier nicht Schnee rauchen? Ja, geht. So. Das Ding ist noch an, ja. Sehr schön. Jetzt war da hoch. Also, ja, finde ich cool gemacht, echt, dass du hier hochfahren kannst. So, jetzt geht's los. Jetzt wird geschreddert. Müssen wir erstmal warten, bis der weg ist. Wird leider voll sein. Jetzt ja wieder, oh, Verstopfung, oh, das ist nicht gut. Endlich, das ist Sturm. Morgen soll ja wieder ein richtig schwerer Orkan kommen. Aber diesmal die östlichen Landesteile. Also die Mitte Deutschlands. Ja.
jetzt hin. Manchmal will er nicht, jetzt will er aber. Was ist denn jetzt wieder? Man stoppt schon wieder, ich glaub's dann. Ich muss ja eh nochmal updaten, damit er richtig hexelt. So wie Edle nimmt er ja. Die zieht er einfach rein. Ja? Zack, ist das nicht. Oder doch nicht. Zack, weg war er. Jetzt bringen sie es. Was haben sie lieber? Die haben ja schon gewohnt. Aber ich wüsste nicht. Der als Lösung für die Regierungskrise in Thüringen ausgehandelte Kompromiss droht erneut zu scheitern. Linke, SPD und Grüne haben mit der CDU ausgehandelt, in anderthalb Wochen Ex-Regierungschef Ramelow zum Ministerpräsidenten zu wählen. CDU-Generalsekretär. Wir gucken, ob sie gut gleich hexelt, ja. Ramelow mit den Stimmen der Union zu wählen. Also, okay, bin ich nimmer. Das ist gut. Jetzt hat er gehexelt. Zack, weg war er. Er lehnt die Wahl von Bodo Ramelow durch die CDU ab. Linkenchefin Katja Kipping spricht hingegen von der historischen Dimension der Einigung in Thüringen. Bisherige Ausgrenzung der Linken durch die CDU sei damit erledigt. Die SPD-Spitze begrüßte die Einigung und die damit verbundenen Neuwahlen im kommenden Jahr. Jungen und Mädchen könnten in naturwissenschaftlichen Fächern phasenweise getrennt unterrichtet werden. Diesen Vorschlag hat zumindest die Präsidentin der Kultusministerkonferenz in dieser Woche unterbreitet. Sachsen und Sachsen-Anhalt lehnen das ab. Susanne Lehmann aus der MDR-Jump-Nachrichten-Redaktion. Kultusminister Piwer sagte dem MDR, sei, als würde man 50 Jahre in der Entwicklungsgeschichte zurückfallen. Stattdessen müssten unterschiedliche Neigungen stärker gefördert werden. Auch Sachsen-Anhalts Bildungsminister Thuringer warnte davor, Geschlechterstereotype zu zementieren. Bildungsforscher Dieter von der Universität Duisburg-Essen sagte, es gebe keinen Hinweis darauf, dass geschlechtergetrennter Unterricht die Leistungen der Mädchen verändere.
er plädierte dennoch dafür, getrennten Unterricht auszuprobieren. Am Abend und in der Nacht zieht erneut ein Sturm tief über Mitteldeutschland. Oberhalb von 1000 Metern gilt eine Unwetterwarnung. Betroffen sind vor allem der Brocken und der Fichtelberg. Wegen des erwarteten Sturms wurde in Strahla bei Meißen der für morgen geplante Faschingsumzug abgesagt. Siste, geht schon los. In der Bundesliga hat RB Leipzig auf Schalke einen Kantersieg gefeiert. Die Sachsen gewannen mit 5:0 und liegen damit weiter auf Tabellenplatz 2, einen Punkt hinter Bayern München. Dahinter liegt weiter Dortmund, die Borussia hatte bei Bremen mit 2:0 gewonnen. Außerdem trennten sich Freiburg, Düsseldorf 0:2, Mönchengladbach, Hoffenheim 1:1 und Hertha Köln 0:5. In der zweiten Fußball-Bundesliga musste Dynamo Dresden eine Heimniederlage hinnehmen. Die Sachsen verloren gegen Bochum mit 1:2. St. Pauli hat das Stadtderby gegen den HSV für sich entschieden. Die Mannschaft gewann gegen den Aufstiegsanwärter mit 2:2. Ja, jetzt endlich schießen mal rein hier. Heidenheim 0:1. Und bleib mit. Regensburg 2:0. Die nächsten Ender Jump Nachrichten in einer Stunde und jederzeit auf jumpradio.de. Und jetzt damit Sie entspannt und sicher ankommen, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten. Hier sind die neuesten Nachrichten aus dem Ender Jump Verkehrszentrum. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich würde mich gerne einen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen, Freunde.